Weiter geht's und ich hoffe, ich schaffe es jetzt endlich. Oh fuck. In dem Moment glitscht er frei, ist klar. Oh, jetzt kommt hier noch irgendwas anderes. Kämpft er noch mit dem Rondo? Na ja. Ist gut, ne? Was ist jetzt mit dem Rex los? Kann mir das meiner sagen? Bronto soll jetzt. Jetzt kommt uns weit. Nee. Sollen jetzt nicht anfangen, hier den Rex zu jagen oder so. Die ganze Zeit Tranquilizer Arrows reingejagt da. Jetzt hört er auf. Ich schaff den Bronto. So. Oh, ein Raptor, ey. Ernsthaft? Was machen die jetzt hier? Springen Klippe runter. Hey. Jetzt bin ich hier schon unten am Meer. Und mir gehen die Darts, die Arrows aus. Das kann doch nicht sein, Alter. Was für ein Level hat denn der? 800? Ja. Natürlich renn ins Meer. Ah, oh, diese KI in diesem Spiel ist wirklich bei Ark Survival Evolved mit 1, oder wenn man so Punkte sucht, die echt nicht so toll sind, weil ich denke mal, es ist auch schwer, das überhaupt zu machen, aber die KI der Dinos. Keine Ahnung, was der da hinten jetzt macht. Wahrscheinlich schwimmt er irgendwo gegen und wird von Piranhas oder von Haien gefressen. Die ganze Arbeit, die ich mir dann gemacht habe, puff. Ich kann halt schlechter hinterher schwimmen.
Klamotten auch wieder halb Schrott. Und zum Glück wird es nachts. Was auf diesem Server ja auch so eingestellt ist, dass der Tag länger geht. Aber trotzdem erwische ich wieder alles. Hat es den Rex jetzt gelegt, ja? Sehe nicht mehr richtig. Man kann auch das Gamma hier nicht hochschrauben, das heißt, keine Ahnung. Ich kann nur beten. Dass der da auf der anderen Seite an Land gegangen ist oder so. Bitte fresst mich nicht. The fuck? Ist er jetzt verschwunden oder? Oder habt ihr den jetzt hier mit 10 Mann? Oh Mann. Das ist doch jetzt wieder ein Fall für den Piepton. Ja, aber das ist auch Ark Survival Evolved. Also egal wie man hier hin und her schraubt, egal was man einstellt, man verändert im Prinzip das Niveau. Holla die Walfee. Das muss ich mir jetzt mal angucken gehen da. Ich werde wahrscheinlich wieder ganz hart fehlen und werde sterben, aber so ein Beacon sehe ich zum ersten Mal. Wir halten fest, ich habe auch nichts mehr, um mich wirklich richtig zu verteidigen. Ich habe noch 12 Tranquilizer Darts, vielleicht noch ein paar so. Was ist das? Oh.
toll. Ich hätte mir das gerne noch mehr angeguckt. Was hat mir das jetzt gebracht? Bronto Bone Kostüm, okay. Okay. Ja, das mit dem Rex habe ich, ja, keine Ahnung, also will ich gar nicht mal sagen, habe ich verkackt, aber hätte man jetzt eine bessere Ausrüstung, dann wäre er wahrscheinlich schon längst gefallen. Aber ich habe den mit Darts auch zugepumpt und keine Ahnung, was das. Das ist so dieser Worst Case. Man ist die wirklich die ganze Zeit am Ackern und man versucht und tut. Man kämpft nebenbei, muss man noch gucken, wegen Raptoren und sonst allem. Und dann im vielleicht letzten Moment oder im falschen Moment kriegt er das Fliehen, rennt sonst wohin. Und rennt irgendwelchen anderen wilden Tieren in die Hände. Oder, sag ich mal, im Wasser ist so ein Rex auch leichtes Futter für einen Megalodon, für einen Hai und sonst was. Sieht alles gerade nicht so hübsch aus hier. Die Texturen und alles. Aber, naja, ich weiß nicht, was hier jetzt gerade los ist. Irgendwie kommt er wahrscheinlich mit dem Nebel nicht ganz klar. Das ist ein neuer T-Rex. Fall hin. Muss ja ein neuer sein. Ja, macht jetzt auch keinen Sinn, mit den paar Pfeilen da jetzt einen Rex zu jagen. Also ich werde noch versuchen, irgendwo nach Hause zu kommen. Irgendwie nach Hause zu finden. Dass die Küste ist, muss ich hier lang. Zum Glück Stamina for the Win. Flash. Ah. Hui, hui. Oh. Ja. Und weiter. Ehrlich jetzt. Ganze Zeit kein T-Rex hier. Auch wieder ein T-Rex. Sind nur noch T-Rexes hier. So, und jetzt, wo ich hier zu Hause angekommen bin, wird es auch endlich hell. Im richtigen Moment. Ja, schade. Also mehr Darts und alles einpacken und ich Idiot hab die. Den zweiten Crossbow weggepackt. Wer weiß, ob das jetzt gebracht hätte, aber man weiß es nicht.
Quatsch, brauchen wir nicht. Zack. Brontos Kostüme, ganz cool. Das ist halt so ein Gimmick, dass ich denke mal, irgendwann gab es mal so ein Event, wo es diese Knochenkostüme gab. Die gibt es, glaube ich, für einen Bronto, für einen Rex und für, glaube ich, noch mehr. Was will ich die denn jetzt immer hier überall reinpacken? Ich brauche mehr Narcotics, ich brauche mehr vergammeltes Fleisch. Kann ich das nicht auch so machen? Nö. Will er nicht. Vier nur noch? Ernsthaft? Keine Steine mehr? Ja, mal kurz warten. Ist natürlich jetzt schade, ärgere ich mich selber. Also. Ich hätte gerne den Rex auch noch gefangen. Aber positiv sehen, ich bin nicht gestorben. Trotz dem ganzen Tohuwabohu. Den Kram packen wir mal hier rein, wenn er mich lässt. Das Fleisch sammle ich einfach hier, in der Hoffnung, es vergammelt. Pronto-Ei aufessen. Pjo, das war's im Prinzip. Um festzuhalten, deswegen wollte ich das Video ja gerne machen, um einmal mal zu zeigen, es gibt Mods für Ark und es gibt einen Haufen Mods für Ark und es gibt einen Haufen Sachen, die man dann machen kann. Ihr seht hier, so wie wirklich. Also elektrische dünne Stromleitungen zu irgendwelchen selbst sich aktivierenden Feuern, die ab einer gewissen Zeit einfach angehen. Hier ein Oil Compressor, der Fertilizer, also Dünger zu Öl macht. Es gibt auch Stromgeneratoren, die nur mit Öl laufen. Es gibt einen besseren Mörser, es gibt größere Schränke, aber halt auch hier richtige Scheinwerfer. Es gibt eine Photon Rifle, die nochmal besser sein soll zum Betäuben. Das wäre so meine Rettung gewesen beim Rex, aber ich habe gesagt, ich will so eine Photon Rifle nicht hergestellt haben und geschenkt haben. Ich will einfach selbst sehen, wie sich das ganze Farm und Loot und alles Verhältnis auf mich auswirkt. Und dann gibt es hier Maschinen, die automatisch Eier oder Kacke einsammeln. Und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge Sachen, die man dort per Mod ins Spiel implementieren kann. Man muss natürlich selber schauen, will man das, was bringt einem das und so weiter. Wie ich vorhin gesagt habe, ist man der Typ dafür, ist man nicht der Typ dafür. Und bei einem Server, der wirklich so hochgepumpt ist von den Werten her auch, aber halt auch von den Tieren. Wenn du um dich rum Dinos hast mit Level 200 und aufwärts, dann musst du auch alles andere dem anpassen. Das ist einfach so. Wie doll man das dann macht, muss man dann halt gucken. Es gibt auch noch eine Vergammelmaschine, irgendwie, die noch schneller Sachen vergammeln lässt. Aber ja. Mich hätte jetzt mal interessiert, wie viel, was für ein Level der Rex irgendwo hatte vorhin. Vielleicht könnt ihr ja mal einfach bloß mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Oder darüber philosophieren, wie hart ich verkackt habe oder woran es jetzt lag. Hier haben wir noch ein bisschen Leder.
brauchen noch mal ein bisschen Energie hier. Und dann gehe ich mich jetzt noch mal ein bisschen mit dem Kanu aus Frust austoben. Bis die Folge dann soweit durch ist und ja, dann gibt es ab und zu. Oder unten ist Gigantopithecus. Der Jedi. Einfach aus Frust werde ich jetzt den Rex dort töten. Breit läuft. Was liegt hier? Ein Skorpion? Hallo? 400 Chitin! Das glaubt mir keiner, der es nicht auch so sieht. Was liegt da jetzt noch? Da ist noch ein Rex. Wenn wir den auch noch töten, weil ich jetzt einfach bockig bin, dass ich den Rex nicht gekriegt habe. Kurz Stamina aufladen. Gibt auch ein Level Up wieder. Auch ein bisschen Melee Damage haben wir noch nicht genug. Hey, wie viel Level gab das denn jetzt? Hallo? Ein bisschen mit der Energie müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen wieder. Pumpen wir einfach mal ein bisschen Fleisch in ihn rein. Wir haben es ja. Und dann kann in der Zeit nämlich, wo das Prime Meat auch vergammeln, ist mir gerade mal so eingefallen. Also egal wie jetzt die Gammelzeit auch hergestellt ist oder eingestellt ist, ich glaube das Prime Meat, das wird mir dann noch den Arsch retten, weil das allgemein ja sonst binnen Sekunden verschwindet und das sollte noch die kürzeste Gammelzeit haben. Naja, wenn ich es hier habe. Fleisch, 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 Fleisch. Fisch. Ist das auch wieder hier in Level 200 oder? Guck mal, die geben eigentlich so ein gutes Loot. 800 Leder mit einem Schlag läuft. Kann er mit Fleisch um mich werfen. Fleisch, 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 Fleisch.
Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich würde es eh wegwerfen, aber es würde vergammeln, also. Rams macht den Spagat und weg ist er. Wollen wir den Stego auch noch? Nö, erstmal warten. Oder wir fressen ihn auch noch. Ja, das ist schon sehr wichtig am Anfang, vernünftiges Tier zu haben, mit dem man sich auch ein bisschen verteidigen kann. Von den Werten ist schon Wahnsinn, was man da so alles einsammeln kann. Die man nicht treffen hier. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ups. Ups. Das ist ja auch schwer, ne? Nur mit dem Kopf und diesem Krüppelarm hier irgendwas zu treffen. Dann macht man es halt mit der Spezialattacke. Ja, aber die Stelle hier oben gefällt mir schon. So, mein kurzärmeliger Freund. Jetzt hat er hier noch wieder so Sachen aus den Leuten gelootet. Brauche ich alles gar nicht. Habe ich alles. Und das ganze Fleisch hier. Wahnsinn. So, bei den lieben Skorpionen auch immer schön Melee-Damage, dass die auch sehr schnell hoffentlich ein lahm legen, wenn sie dann mal treffen dann. So. Tja, so sieht's aus auf so einem gemoddeten Server. Viel Spielerei, viel zu entdecken. Ob das jetzt, sag ich mal, euer Ding ist, ob ihr das mögt oder nicht, müsst ihr schauen. Ich finde, hat Pro und Kontras. Will mich da jetzt nicht festlegen. Sag ich mal, auf meinem eigenen Server werde ich es wahrscheinlich noch ein bisschen smoother angehen lassen. Aber das wäre es soweit.
Dann schaue ich mal, wie das noch so weiterläuft. Werde euch mit weiteren Videos versorgen. Hoffe, euch hat es gefallen. Schaut mal wieder rein, schaut euch die anderen Videos an und bis dahin, lasst es euch gut gehen.